Hast du gehört, was Lindsay über meine Jacke gesagt hat? Sie sagte grauenvoll. What's it like for you when you can't sleep at night? Do you hold your breath? Do you count back from 10 degrees? Lindsay weiß gar nicht, wie man grauenvoll buchstabiert. Taylor, hast du gefrühstückt? Ich hab keinen Hunger. Seit dem doofen Gesundheitskunde-Infotag ist sie komisch zu mir. Do you try to explain those things you tell me, then convince yourself? Convince yourself. Schuhe bitte. Meine roten. Ich geh jetzt grauenvoll. Ich gehe. Mal sehen, welche Krise heute in der PR-Agentur auf mich wartet. Hol mich ab, verzogene Tussi. Wen nennst du da verzogene Tussi? Privat. Wenn du im Internet chattest, ist das nicht gerade privat. Oh, fast hätte ich's vergessen. Du hast Geburtstag. Vergiss nicht, mir ein Geschenk mitzubringen. Ich lege mir sofort einen Denkzettel auf die Stirn. Gut. Eric, mag es ja nicht wieder den Bus zu verpassen. War letztes Mal nicht meine Schuld. Hey, hast du meinen Rucksack gesehen? Ich brauche meinen Rucksack. Was du brauchst, ist ein Gehirn. Du darfst mich nicht schlagen, ich hab Geburtstag. Alle finden, ich sollte eine Party schmeißen. So was Besonderes ist der 17. echt nicht. Du spinnst. Wenn du eine Party machst, kriegst du Geld, Geschenke, Schmuck. Du hättest auch keine Lust zu feiern, wenn dein Dad vor 3 Monaten ausgezogen wäre. Das ist mir egal. Das ist nicht der Grund. Wir sollten das Gleiche machen wie an deinem 11. Geburtstag. Wir haben uns die Nägel lackiert. Und es hat so gestunken, dass uns übel geworden ist. Julie Bryson musste sich sogar übergeben. Hast du gehört, dass Julie schwanger ist? Was? Woher weißt du das? Sie ist weggezogen. Klickst das? Hallo? Ah, oh, ja klar. Wir sind alle bei Klicksters. Ach, übrigens, was hast du denn neulich zu Lindsay gesagt, dass sie so sauer auf dich ist? Nichts, nur dass ich es besser finde, zu warten, bis man 18 ist, bevor man aufs Ganze geht. Sie macht es doch schon seit der 9. Du hast ja nicht Schwampe hingestellt. Nein, ich wusste das nicht. Es war eine Diskussion. Ich meinte sie gar nicht. Ich weiß es nicht. Mein Bruder trägt genau die gleichen Schuhe. Er ist 10. Ist die Highschool nicht toll? Ja, oh, die großartige besten Jahre unseres Lebens. Definition von Nonkonformist? Ich. Definition von faul? Du. Mach deine Hausaufgaben allein. Vergiss es. Taylor, du bist eine Intelligenzbestie. Du müsstest das wissen. Lass hören. Die Definition von Begierde? Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bleibt mir die Luft weg. Scott ist nur ein doofer Sportler, klar? Nein, ist er nicht. Siehst du, wenn du bei Klicksters wärst, könntest du ihm einen Liebesbarometer-Test schicken und rausfinden, ob er auf dich steht. Hör auf, wir sind nicht mehr in der 6. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Mom schaut mir ständig über die Schulter, wenn ich am Computer bin. Sie hat eine Überwachungssoftware und kontrolliert alle Seiten, auf denen ich war. Also unmöglich. Bis später. Ciao. Bis dann. Ihre Mom ist echt von gestern. Sie darf nicht mal ein Handy mit Internetzugang haben. Oh, wie überlebt sie nur? Genau am heutigen Tag in der Geschichte erblickte der große Barde William Shakespeare das Licht der Welt. Das war 1564. Der allererste Kinofilm wurde 1896 gezeigt. Theodore Roosevelt hielt seine berühmte Man in the Arena-Rede 1910. Und an diesem Tag in der Geschichte, nicht ganz so lange her, wurde Taylor Hillridge geboren. Alles Gute zum Geburtstag, Taylor. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Mein Dad hat auch heute Geburtstag. Cool. Also bitte, schlagt eure Bücher bei Lektion 11, Seite 773 auf. Wir beschäftigen uns mit turbulenten Zeiten. Ehrlich, als er meine Schulter berührt hat, das war wie ein Stromschlag. Oh, bitte. Nein, im Ernst, es hat voll gekribbelt. Denkst du, er lädt mich zum Schulball ein? Nein. Wieso? Scott Orsick ist kein romantischer Typ. Er ist Basketballspieler im selben Team wie Charlie. Hör zu, er ist nicht wie Charlie. Er ist genau wie Charlie. Und ich weiß das, weil ich mit ihnen rumgehangen bin. Einmal? Ja. Charlie hat mich verführt, bekommen, was er wollte und hat nie wieder mit mir gesprochen. Ich weiß, tut mir leid. Das war echt gemein. Er ist nicht wie Charlie. Er ist genau wie Charlie. Es wäre dumm von dir, wenn du dir von so einem den Kopf verdrehen lässt.
Entschuldige mal, dein Dad hat euch für eine 25-jährige Tussi verlassen. Wenn dir das nicht zeigt, wie schäbig Kerle sind... Halt meinen Dad daraus, okay? Danke. Meinen eigenen Laptop. Oh, du Glückliche. Warte, Augenblick. Da muss es einen Haken geben, wie... Ich darf ihn nur in der Küche benutzen, nicht nach 1 Uhr. Musst ihn mit mir teilen. Halt, es gibt keinen Haken. Er gehört ganz allein dir. Du darfst ihn wann immer du willst benutzen, wenn du dich an meine Regeln hältst. Nur Seiten mit geeigneten Inhalten. Und du stellst nichts Persönliches ins Netz. Ich kenne die Regeln aber trotzdem. Du vertraust mir? Bist du krank? Ach, ich weiß, du denkst, ich bin zu fürsorglich. Ich nenne das Verantwortung. Und ich Unterdrückung. Das habe ich überhört, Geburtstagskind. Du willst Journalistin werden. Jetzt kannst du nach Herzenslust schreiben. Danke, danke, danke. Ich schließe ihn gleich an. Ich helfe dir. Wenn du ihn anfasst, bist du tot. Weißt du, ob dein Dad sie angerufen hat? Glaub nicht. Sie hat gesagt, sie will nie wieder mit ihm reden, also... Okay. Welches ist mein Lieblingskörperteil? Muss ich das alles für mein Profil beantworten? Sag einfach Augen. Alle sagen Augen. Ich hab Po gesagt. Bei dir ist das egal, weil sowieso alle wissen, dass es nur leeres Gerede ist. Ich nehm Augen. Hey, wartet. Welche Farbe hat deine Unterwäsche? Im Ernst? Sag einfach Pink. Alle sagen Pink. Ich hab Schwarz gesagt. Du hast gar keine schwarze Unterwäsche. Schwarz? Wozu beantwortet man eigentlich diese Fragen, wenn man sowieso lügt? Na schön. Erzähl allen von deinen jungfräulich-weißen Höschen. Sie sind nicht ganz weiß. Aber so sprechen dich keine süßen Jungs an. Du wärst überrascht, wie viele nach meiner schwarzen Unterwäsche fragen. Was? Unartiges Mädchen. Okay, na gut, okay. Aber ich nehme nicht schwarz. Oder weiß. Ich nehme blau. Ich schreibe blau. Blau ist gut. Was bedeutet das? Eine Freundschaftsanfrage. Klick da. Okay. Es ist Scott. Okay, wenn du deine Antwort postest, stellt er sich dich in Unterwäsche vor. Ich bin mit Scott befreundet. Woo! Ein Gedicht über Mount Rainier zu lesen. Hab seine Stimme in meiner Seele gehört. Oh. Fettbacke und Hundegesicht. Oh. Hey. Lindsay hat unser Foto kommentiert. Ah, Lindsay. Sekunde. Das ist nicht sehr nett. Ich weiß nicht mal, wer ich sein soll. Fettbacke oder Hundegesicht? Ich bin Hundegesicht. Und was, wenn ich Hundegesicht sein will? Schön, dann bin ich Fettbacke. Ich kann jederzeit ein bisschen abnehmen, doch du wirst immer wie ein Hund aussehen. Danke. Vielleicht war das dein Freudscher. Vielleicht magst du Geschichte nicht, deshalb hast du versehentlich dein Buch fallen gelassen. Verstanden? Naja, ich mag Geschichte. Ich auch. Cool. Ist mein Lieblingsfach. Kerlip ist ein komischer Vogel, ha? Huh? Ja, ein bisschen. Du bist jetzt auch bei Clicksters, ha? Huh? Ich find's besser als Facebook, weil's lockerer ist. Ja, ist mir aufgefallen. Vielleicht sehen wir uns online heute Abend. Du meinst chatten oder was? Ja, es gibt sogar ein Chatroom nur für die Schule. Immer wenn mir langweilig ist, gehe ich da rein. Die Leute lästern ab. Ist ganz lustig, also. Okay, ich schau mal rein. Cool. Okay. Wer geht nächste Woche aufs Crash-Konzert? Ausverkauft, Miststück. Taylor, bist du da? Wer ist jetzt gerade geil? Crash ist okay. Tanked Fish rockt härter. Ich liebe den Song Scooby. Super cool. Anytime my sky falls, no one but me can enter.
JD will versaut reden. Wem Scooby gefällt, ist ein Loser. Was, jetzt bin ich ein Loser? Ich brauche hier mehr versaute Mädels. Scooby ist okay. Scooby ist für manche zu tiefgründig. Das ist wahr. JD, du bist versaut. Leck mich, Fettbacke. Was? Ist das Klicksters? Ja. Erstellst du mir einen Account? Nein. Bitte sag's mir nicht. Wieso? Eric, nein, raus aus meinem Zimmer. Du nervst. Ich hasse dich. Es ist entschieden. Ich bin offiziell Fettbacke. Aha. Ja, dank der Königin der Mountain High School. Wieso nennt sie sich online Lindsay Love? Das ist ein totaler Widerspruch in sich. Hat das ein Stück ein biologisches Ohr, oder was? Oh, entschuldige. Taylor, hey. Hey. Ich habe mir gestern Abend deine Seite durchgelesen. Du kannst super schreiben. Oh, vielen Dank. Aber du brauchst noch mehr Fotos. Eins im Bikini wäre nicht übel. Okay, ich denk drüber nach. Bis dann. Ciao. Eins im Bikini? Ich bitte dich. Das war ein Witz. Du bist so naiv. Ich weiß von zwei Mädchen, mit denen er letzten Monat was gehabt hat. Wenn nur Küssen auch zählt, weiß ich von drei Mädchen. Was? Er ist eben beliebt. Halt, bieg nicht ab. Lass mich erst raus. Wieso? Wir gehen doch freitags immer shoppen. Ich will nach Hause und sehen, ob Scott online ist. Oh, okay, das ist jetzt wirklich armselig. Komm, ich find's süß. Lass sie doch verliebt sein. Das ist keine Liebe. Tut mir leid, aber darauf zu warten, dass ein Kerl schreibt, hey Baby, schick mir ein Bikini-Foto, ist keine Liebe. Und was dann? Mit einem Kerl beim zweiten Date zu schlafen und sich dann zu wundern, wieso er nicht mehr mit dir redet? Steig aus. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Raus. Samantha kann so ausrasten. Ich weiß, egal. Bis morgen hat sie sich wieder beruhigt. Außerdem hat sich's total gelohnt. Scott hat ewig mit mir gechattet. Er hat mir 13 Nachrichten geschickt. Wow. Denkst du, er steht auf dich? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Er kennt viele Mädchen. Oh, vielleicht ist er das. Nein, es ist eine Freundschaftsanfrage von einem James. Oh, Cheyenne, der Typ sieht super gut aus. Hier steht, er ist 17 und geht auf die Ridgeway. Oh, auf die geht meine Cousine. Oh, hör dir das an. Hab dein Gedicht über den Mount Rainier gelesen. War letzten Sommer dort und hatte auch das Gefühl, der Wind redet mit mir. Hab seine Stimme in meiner Seele gehört, genau wie du sagtest. Jetzt frage ich mich, ob mit dir reden genauso wäre. Also hat er Köpfchen. Ja, und eine Seele. Soll ich ihm antworten? Wenn du es nicht machst, mach's ich. Eric, du bist dran. Was hast du heute gelernt? Zeugs. Zum Beispiel? Dad ist in Kalifornien. Du hast ihn gesprochen? Er hat mich angerufen. Mich vielleicht auch. Sieh dir deine Klicksters-Seite an. Echt übel. Was ist los? Jemand hat mein Passwort rausgefunden und sich in mein Profil gehackt. Woher weißt du das? Sieh dir an, was die geschrieben haben. Und meinen Status. Ich bin ein unartiges Mädchen. Jemand muss mir den Po versohlen? Da hat jemand einen kranken Sinn für Humor. Du musst sofort dein Passwort ändern. Das darf niemand lesen. Ja, endlich sind versaute Mädchen auf dieser Seite. Gut, jemand, der die Perversen beschäftigt. Du bist nicht dieselbe wie die im Chemieunterricht. Ich wusste, du bist eine Hure. Ich verhau dir den Po, kleine Schlampe. Nein, es ist zu spät. Ich schlag dir lieber ins Gesicht. Geht's dir gut? Nein. Wer denkst du, hat deinen Status geändert? Wer kennt dein Passwort? Keine Ahnung. Samantha und Cheyenne mussten wegsehen, als ich es eingegeben habe. Oh,
Taylor, ich habe mir die Seite angesehen. Sie ist ungeeignet für jemanden deines Alters. Es gibt keine Einschränkungen. Du musst dein Profil löschen. Ich bitte dich. Jetzt sieh dich doch an. Nach einem Tag bist du in Tränen aufgelöst. Meld dich ab. Gut. Das ist es nicht wert. Schatz, das ist es nicht wert. Wer will schon deinen hässlichen Arsch antatschen? Du bist ein dreckiges Miststück. Hallo? Hey. Hey, bist du immer noch sauer? Halt die Klappe und komm rüber. Du hast doch gepostet, was passiert ist, und dann hast du dein Passwort geändert. Das war doch nicht dein Geburtsdatum oder sowas. Ja, nein, es war nicht mein Geburtsdatum oder irgendwas, worauf man kommen könnte. Oh, was die alles über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, wie ich mich am Montag in die Schule trauen soll. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Sowas kann man doch echt nicht ernst nehmen. Außerdem erinnert sich bis Montag sowieso keiner mehr dran. Hey, aber eins war heute cool bei Clickstars. Dieser James hat mir geschrieben. Oh. Was? Nein, das müsstest du lesen. Das war echt klug und witzig. Ach, lass uns nicht über Jungs reden. Wie wär's, wenn wir uns einen Film leihen und du hier übernachtest? Guter Plan. Hallo? Guten Morgen. Was ist los? Eric, sag's ihr. Mann, ich hab den Status auf deinem Profil geändert. Was? Du hast den Namen unserer alten Katze als Passwort genommen. Wieso hast du mir das angetan? Taylor, komm bitte sofort zurück. Ich fass nicht, dass er mir sowas antut. Taylor! Ich bin auch unglaublich wütend auf ihn, hörst du? Er hat einen Monat Hausarrest bekommen. Auf dich bin ich aber auch wütend. Was habe ich getan? Ich habe nachgesehen, ob du dein Profil gelöscht hast. Das habe ich nie versprochen. Und du hast einen Kommentar gepostet, in dem du jemanden als Miststück beschimpfst. Oh, spionierst du mir jetzt etwa nach? Wenn du etwas postest, ist es nicht mehr privat. Jeder kann es sehen und du kennst meine Regeln. Du beleidigst keine Leute und schon gar nicht auf dieser Plattform. Mich haben sie auch beleidigt. Ja, das ist schrecklich, aber keine Entschuldigung dafür, zu jemandem im Internet oder sonst wo gemeint zu sein. Gut, bitte, ich mach's nicht wieder. Tut mir leid. Um ganz sicher zu gehen, nehme ich dir deinen Laptop. Ach, komm schon. Wenn du ins Internet gehst, musst du dich verantwortungsvoll verhalten, denn es kann Folgen haben. Du kriegst ihn in 3 Tagen wieder. Wunderbar. Eric! Taylor, reiß dich zusammen! Ich fasse es nicht, dass dir dein eigener Bruder sowas antut. Ja. Das ist widerlich. Das verzeihe ich ihm nie. Ich habe ihm gesagt, ich komme nicht zu deiner Abschlussfeier. Ich komme nicht zu deiner Hochzeit. Ich komme nur zu deiner Beerdigung. Oh, das war aber sieh hart. An! Die Taylor-Schlampe hat sich heute tatsächlich in die Schule getraut. Ich schulde dir 5 Mäuse. Was ist dein Problem? Oh, ich habe kein Problem. Sondern du. Fräulein, ich würde nie aufs Ganze gehen. So eine Heuchlerin. Mit wie vielen Jungs hast du es dieses Wochenende getrieben? 10? 20? Du solltest ein Drive-In aufmachen. Oh. Du hast gesagt, bis Montag erinnert sich keiner mehr dran. Okay, aber es wurde das ganze Wochenende total dummes Zeug auf deiner Seite gepostet. Ich meine, da stand, dass du rumhurst. Wieso hast du es mir nicht gesagt? Naja, Samantha wollte dich nicht erschrecken und du... Ich dachte, das würde sich bis heute von selbst erledigen. Gib mir dein Handy. Ich muss sehen, was da los ist. Nein, du musst es nicht sofort sehen. Doch, muss ich. Wenn alle es gesehen haben, dann hat es Gott auch gesehen. Bitte, gib mir dein Handy. Nein, Taylor, vergiss es. Ich gebe dir nicht mein Handy. Ich habe gelesen, was über dich im Internet steht. Ich verstehe nicht, wieso sie sowas schreiben. Das tut weh. Woher willst du das wissen? Hast du Witze? Ach, man hat dich auch als Hure beschimpft, wirklich?
Du warst wohl noch nie auf meiner Seite. Da steht Tunte, Schwuchtel, Homo, vom anderen Ufer. Ja, aber es ist nicht wirklich dasselbe. Ich meine, du bist ja auch schwul. Was sie über mich sagen, ist nicht wahr. Du begreifst echt nicht, wie mies das ist. Ich sitze in Algebra hinter dir. Du riechst komisch. So riechen Schlampen. Wie Kotze? Neidisch? Sie ist klüger als du. Wieso weiß sie denn nicht, dass sie ein Loser ist? James hat dann geantwortet, Neider nerven, das Mädchen ist viel cooler als du. Er hat mich verteidigt. Er ist ein Gentleman. Ich schreibe ihm zurück und bedanke mich. Frag ihn, ob er meine Cousine kennt. Bist du fertig? Dann zurück auf dein Zimmer. Willst du mich echt einen Monat da oben einsperren? Ja, will sie. Taylor? Schätzchen, du musst wirklich auf dein Zimmer gehen. Dad hätte dir niemals erlaubt, mir für sowas bescheuertes Hausarrest zu geben. Kriege ich morgen wieder meinen Laptop? Ja. Wirst du dein Profil löschen? Soll das heißen, ich habe keine Wahl? Das heißt, ich vertraue darauf, dass du die richtige Entscheidung fällst. Und wer sagt, dass das die richtige Entscheidung ist? Weißt du, alle an meiner Schule sind auf der Seite. Ich hatte einfach nur Spaß. Eric hat mir das alles verdorben. Ehrlich, Mom. Ich wünschte, du würdest mir vertrauen. Und nicht nur so tun, als ob. Hey. Was ist mit dir? Du bist natürlich die Schattenseite der Unterwelt. Meine Güte. Ja, sieh sie dir an. Nein, ich werde mich nicht aufregen. Es ist mir egal, was Sie denken. Genau das hat James ihr gestern Abend geschrieben. Hier ist mein Handy. Lies mal. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Du lässt mich dahinschmelzen? Ist der Junge von dieser Welt? Ich fass nicht, dass ich das auch noch unterstütze. Ja, wieso unterstützt du es? Hm? Ich finde es gut, dass du den Unterschied siehst zwischen einem aufrichtig netten Jungen und einem, der nur mit dir ins Bett will. Moment, stehst du nicht mehr auf Scott? Hm, daraus wäre nichts geworden. Wieso nicht? 13 Nachrichten, das sind ganz schön viele. Schon, aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich verstellen, damit er mich mag. Und James mag mich einfach so, wie ich bin. Jetzt brauche ich nur meinen Laptop wieder, damit ich ihm antworten kann. Siehst du, das klingt nach Liebe. Schon möglich. Oh, Sekunde, ich brauche Ketchup. Oh, entschuldige. Entschuldige, ich wollte mir nur Ketchup holen. Ich mir auch. Ich wollte dich eigentlich nach dem Mittagessen suchen. Tatsächlich? Ich habe gehört, jemand hat dein Profil gehackt. Das ist mir auch mal passiert. Ja. Das war echt übel. Mein Bruder war's. Das ist das Schlimmste daran. Oh Mann, dein Bruder? Wirklich? Ja. Soll ich ihm dafür einen Haken verpassen? Ja, oder? Bitte. Gern. Nein, aber im Ernst. Ich wollte dich suchen und fragen, ob du vielleicht Lust hast, mit mir auf den Schulball zu gehen. Du meinst als dein Date? Wenn du schon eine Verabredung hast, ist das cool. Ich nein. Ich meine, ja. Ich meine, nein, ich habe keine Verabredung. Und ja, ich gehe mit dir hin. Ja? Okay, ja. Cool. Dann schick mir doch eine Nachricht mit deiner Nummer. Okay, klar. Okay. Warum hast du gesagt, dass du keine Verabredung hast? Wir drei wollten zusammengehen. Komm schon, freu dich doch für sie. Ja, umgekehrt würde ich mich sehr für dich freuen. Vor einer Minute standst du noch auf James. Aber vielleicht gefällt er mir gar nicht im wirklichen Leben. Ketchup? Ja, danke. Ketchup. Ich verrate dir mal was über Scott. Charlie hat ihm gesteckt, dass wir Sex hatten. Und weißt du, was er getan hat? Er hat gelacht. Er wird dir wehtun, Taylor. Nur weil du abserviert worden bist, bedeutet das nicht, ich werd's auch. Danke. Rate mal! Steig aus! Dein Vater hat angerufen? Nein. Entschuldige, blöde Frage. Wieso bist du so aufgeregt? Es
Gott hat gefragt, ob ich mit ihm auf den Schulball gehe. Das ist wundervoll, Schätzchen. Kann ich jetzt meinen Laptop wieder haben? Gut, na schön. Was macht ihr denn hier? Cheyenne wollte, dass ich sie hierher fahre. Du hast es noch nicht gesehen? Nein, was? Deine Pinnwand. Nein, ich wollte eben reinschauen. Wieso? Schreibt Lindsay wieder fieses Zeug? Nicht Lindsay. Dieser James, den du so nett gefunden hast. Er schreibt, er hat mit dir geschlafen und sich dabei was eingefangen. Eine Geschlechtskrankheit. Oh, bitte nicht. Du bist wirklich eine dreckige Hure. Hab's mit dir getrieben, jetzt hab ich eine Trippe. Was? Wen überrascht's? Sie ist eklig. Sie riecht förmlich nach Tripper. Wette viel Geld, dass sie auch Herpes hat. Kein Wunder, dass sie stinkt. Ich fand sie schon immer zum Kotzen. Sie ist ein Loser. Ich sitze in Algebra hinter dir. Du riechst komisch. Tripper. Dreckige Hure. Eklig. Haltet in ihrer Gegenwart die Luft an, sonst steckt sie euch an. Ich versteh's nicht. Wieso behauptet er, er hätte mit mir geschlafen und sich einen Tripper eingefangen? Ich kenne ihn doch gar nicht. Es tut mir so leid. Ich wusste es. Ich habe meine Cousine gebeten, sich James' Profil anzusehen. Sie meint, er geht nicht auf die Ridgeway. Oder sie hat ihn nie getroffen. Es gehen bloß 300 Schüler auf die Ridgeway. Sie hätte ihn bestimmt erkannt. Dann ist er erfunden? Naja, er erzählt nur Müll, also ist er erfunden. Ich wette $100, dass jemand ein falsches Profil erstellt hat. Oh, Lindsay. Ja, Lindsay würde sowas ganz sicher machen. Das Schlimmste ist, ich habe ihm so viel erzählt. Zum Beispiel, dass Dad Mom betrogen hat. Nur persönliche und private Sachen. Was, wenn er die postet? Gleich gibt's Essen. Macht langsam Schluss, Mädchen, okay? Ja, gleich. Nein. Ich sag's ihr nicht. Ich habe meinen Laptop erst heute wiederbekommen. Willst du auch? Hm? Nein, es könnte nuttig aussehen. Ach, hast du deshalb diesen Schlabberpulli an? Habt ihr nicht gelesen, was sie über mich schreiben? Taylor, du bist nicht mal annähernd eine Schlampe. Und du hast gepostet, dass du nie mit James geschlafen hast. Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. Sieh an. Mist, ich hätte Desinfektionsspray mitbringen sollen. Die Dinger will nach der Schlampenfraktion keiner benutzen. Toll, jetzt nennen Sie mich auch schon Schlampe. Ja, echt fies, das nervt. Nein, ich habe noch nie jemand in der Schule beschimpft. Ach, ihr wisst doch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich. Wag es ja nicht, dich darüber lustig zu machen. Wag es nicht. Hör auf, mir nachzulaufen, okay? Sie macht mich dafür verantwortlich. Ich gehe und rede mit ihr. Scott, hey. Hey, was gibt's? Nichts. Hör zu. Ich weiß, es wird auf Klicks das viel über mich behauptet. Aber absolut nichts davon ist wahr. Und ich wollte dir nur versichern... Ist nicht so schlimm. Doch, eigentlich schon. Es sind wirklich furchtbare Dinge. Hör zu, ich hab mit niemandem geschlafen oder so. Man sieht sich. I can feel it down inside my soul, and I will be the one to build you up. I'll build you up and be the one to never doubt. I'll never doubt. Oh, can you see how
such a miracle. Everything is, everything is clear, and you are such a wonder, and I will be the one to build you up, build you up. Du kannst auch reinkommen. Ich will dich nur eines fragen. Bist du noch meine Freundin? Ja, denk schon. Aber in der Schule willst du dich nicht mehr mit mir blicken lassen. Ich weiß nicht, was du erwartest. Ich bin an all dem nicht schuld. Warum hältst du nicht wie Samantha zu mir? Tja, und warum musstest du mit Jungs flirten, die du nicht kennst? Musstest du unbedingt mit diesem James chatten? Du denkst, das ist alles meine Schuld? Du hast Lindsay im Internet als Miststück beschimpft. Natürlich hat sie es jetzt auf dich abgesehen. Ich habe Spaghetti gekocht, falls du magst. Hallo? Hallo, Chris. Hier ist Darren Mortensen, Cheyennes Vater. Oh, hi, Darren. Wie geht's Ihnen? Chris, ich wollte nachfragen, ob Sie wissen, was gerade mit Taylor los ist. Habt ihr Taylors Gesicht gesehen? Armes Opfer. Hab ihre ekelhaften Filzläuse in der Umkleide auf ihr rumkrabbeln sehen. Du zeigst mir deine Clickstars-Seite, und zwar sofort. Die kotzt mich so an. Will nackte Mädchen in der Umkleide sehen, nicht die abstoßende Taylor-Schlampe. Wieso hast du nicht wie abgemacht dein Profil gelöscht? Und wieso setzt du dich so einer niveaulosen Sache aus? Du löscht jetzt dein Profil, Taylor, ohne Diskussion. Sieh doch mal mein neuer Kommentar. Ich bin so beliebt. Der ist von Lindsay Love. Sie gefällt mir am besten. Sie schreibt, James hat ihr erzählt, ich hätte mich für $5 ausgezogen. Jungfraugetue. James hat mir erzählt, dass sie sich für $5 auszieht. Du bist eine Lügnerin, Lindsay. Das habe ich nie gesagt. Willst du vielleicht nicht doch in die Schule gehen? Ich dachte, ich darf heute zu Hause bleiben. Es darf nicht zur Gewohnheit werden, dass du deinen Problemen aus dem Weg gehst. Manchmal ist es das Beste, dem Feind ins Gesicht zu sehen. Vielleicht solltest du erhobenen Hauptes in die Schule gehen und den Kids sagen, sie sollen nicht alles glauben, was sie im Internet lesen. Ja, das wird bestimmt helfen. Ich fahre an deiner Schule vorbei und rede mit deinem Rektor. Toll. Hi, hier ist Brent. Leider nur der automatische. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hey, Dad. Ich bin's, Taylor. Wahrscheinlich hebst du nicht ab, weil du denkst, ich bin immer noch sauer auf dich. Aber ich nehme zurück, dass ich sagte, ich will nie mehr mit dir reden. Ich fühle mich nur gerade so allein und ich weiß nicht, ob ich dir völlig egal bin. Ruf mich zurück. Sie rennen offene Türen ein. Internetmobbing ist ein Riesenproblem. Ich zerbreche mir den Kopf, aber ich weiß nicht, was ich dagegen unternehmen kann. Wieso bestrafen Sie Schüler für Fehlverhalten im Internet nicht? Oh, ich kann nicht kontrollieren, was sie zu Hause mit ihren Computern oder im Internet anstellen. Die Täter melden sich unter einem falschen Benutzernamen an und niemand weiß, wer hinter diesen Cyberbullying-Attacken steckt. Man kann nicht nachvollziehen, wer ist oder wer was angefangen hat.
Aber die Kids wissen es und könnten es ihnen sagen. Möglich, aber wenn ich die Schulbehörde nicht dazu bringe, mir Richtlinien vorzugeben, die mir erlauben, sie dazu zu zwingen... Sie müssen doch irgendwelche Grundregeln haben. Nur vage. Die haben Versicherungsunternehmen erstellt, um die Schule vor Haftungsansprüchen zu schützen. Größtenteils weiß ich nicht, wo ich rechtlich stehe. Ich bitte die Schulbehörde immer wieder, mir Richtlinien zu geben, die ich einsetzen kann, um diese Kids zu bestrafen, aber... Mom versprechen, mit meinem Laptop nicht auf Klickstars zu gehen. Darf ich deinen benutzen? Klar. Sie schreiben, ich war nicht in der Schule, weil ich schwanger bin und dass ich eine Prostituierte bin. Niemand glaubt den Quatsch. Cheyenne hatte recht. Ich habe es herausgefordert. Sie redet doch Blödsinn. Nein, ich habe James so viele persönliche Dinge erzählt. Und ich kannte ihn nicht mal. Taylor, das ist jetzt hart, aber... Weißt du, Scott liest das alles. Ich meine, was, wenn er es glaubt? Was, wenn er denkt, ich bin schwanger? Warte, warte. Du machst dir Sorgen wegen Scott? Ja, das stresst mich wegen Scott. Ach. Wen interessiert's, was er denkt, Taylor? Wo war Scott bitte? Nirgends! Du hast sogar selbst gesagt, er ignoriert dich. Und jetzt machst du dir auf einmal Sorgen, hey, was er denkt? Schrei mich nicht an. Ich halt's nicht aus, wenn du auch noch gegen mich bist. Tut mir leid. Es tut mir so leid, Taylor. Das hätte nie passieren dürfen. Vielleicht sollten wir die Schule heute vergessen. Willst du schwänzen? Ich schwänz mit dir. Nein, ich will mit Scott reden. Natürlich. Dann frag ihn doch gleich, ob er dich nach Hause fährt, denn ich versuche nicht mehr deine Freundin zu sein. Schönes Leben, Taylor. Gar nicht mehr gesprochen. Gehen wir beide heute Abend noch zusammen auf den Ball? Hör zu, Taylor. Ich hatte gestern einen riesen Zoff mit meiner Mom. Sie will, dass ich mit Marnie Fox gehe. Marnies Mom ist die beste Freundin meiner Mutter und... Ja. Dann gehst du mit Marnie? Es ist nicht wirklich meine Entscheidung, aber... Was soll ich denn machen? Das war bei meiner dritten Fahrstunde. Oh, Schlampe. Oh, sie weint. Sie muss das Video gesehen haben. Alle haben es gesehen. 500 Aufrufe heute Morgen. Ihr habt es doch auch gesehen, oder? Aha, zum Schreien, ja. Nicht wahr? Welches Video? Warte, bis du es siehst. Stack me up or crumble and drift along. I am just another nothing. Line me up or fold in and then be gone.
Duschst du nie? Wie wär's mit $2? Oder einem? 50 Cent? Wie wär's, wenn ich dir was zahle, damit ich mich amüsieren kann? Igitt, widerlich! In der Schule spiele ich immer das nette Mädchen von nebenan. Aber in Wahrheit bin ich eine dreckige, kleine Hure. Ich bin die echte Taylor Hillridge. Ouch, I have lost myself. Jetzt hasse ich mich auch. Und ich weiß nicht mehr, warum ich noch was versuchen soll. Oder reden. Oder atmen soll. Ich bin einfach fertig. Tja, ich schätze, das war's. Wiedersehen. Geh ans Telefon, Taylor. Geh ans Telefon, Taylor. Taylor? Hier ist Chris. Hier ist Samantha. Mit Taylor stimmt was nicht. Sie hat ein Video gepostet und jetzt geht sie nicht ans Telefon. Ich habe furchtbare Angst um sie. Samantha, langsam. Ich verstehe dich nicht. Ich glaube, sie will sich umbringen. Nein, bitte. Bitte nicht. Taylor? Taylor? Wo ist Taylor? Woher soll ich das wissen? Taylor! Taylor? Taylor! Taylor? Taylor? Ich krieg die Tabletten nicht auf! Nein! Gib sie mir! Nein! Taylor! Beruhig dich! Lass los! Nein!
setz dich, ich hab sie. Komm, ich bin da. Ich bin da, alles in Ordnung. Schatz. Ich will sterben. Alles wird gut, hörst du? Nee, du bist schon gut. Ich will sterben. Bitte. Ich will sterben. Nein. Ich will sterben. Du bist wach. Geht's dir gut? Ja. Ich fühle mich komisch. Ich bin müde. Das ist das Beruhigungsmittel. Die Wirkung lässt nach. Hey, Sammy. Es geht mir gut. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Hat sie dir gesagt, dass sie so verzweifelt ist? Ich weiß nicht. Schon möglich. Ist das passiert, weil sich dieser James gegen sie gewendet hat? Kennst du ihn? Taylor hat rausgefunden, dass es ihn gar nicht gibt. Ja, aber was soll das heißen? Jemand hat sich bloß als James ausgegeben, um sie zu quälen? Ich muss jetzt los. Meine Mom wird sich schon Sorgen machen. Sagen Sie Taylor, sie soll mich anrufen. Ich möchte Taylor über Nacht hier behalten, um sicherzugehen, dass sie stabil ist. Sie können sie morgen früh abholen, aber Sie müssen sie gut im Auge behalten. Ich werde sie vorerst von der Schule befreien lassen und nehme mir nächste Woche frei. Gut. Wenn sie wieder davon redet, sich was anzutun, rufen Sie mich an. Das ist der Termin für Ihre nächste Einzelsitzung bei mir und ich würde empfehlen, dass sie zusätzlich in meine Selbsthilfegruppe kommt. Ich treffe mich zweimal die Woche mit den Jugendlichen. Wir sprechen über Mobbing und Lösungen. Das könnte ihr helfen. Und als letztes, hier ist ein Rezept für ein leichtes Beruhigungsmittel. Alle 6 Stunden eine Tablette, die nächsten paar Tage, bis Sie das Gefühl haben, sie ist wieder im Gleichgewicht. Davon wird sie schlafen wollen, aber das ist gut. Ich krieg das ja ausgezeichnet hin allein. Taylor hat erwähnt, dass Sie geschieden sind. Das mag ein Faktor sein, aber Internetmobbing kann ein Kind schwer traumatisieren. Das gleicht einer Gruppenvergewaltigung. Jeder, der einen Computer hat, kann es sehen. Es ist immer da, rund um die Uhr. Das Opfer fühlt sich völlig ausgeliefert und dadurch unfähig zu entkommen. Ich hätte sie beinahe verloren. Sieh bitte alle 10 Minuten nach Taylor und ruf mich an, wenn sie aufwacht. Okay. Eric, ich mein's ernst. Ich hab dir den Hausarrest nicht erlassen, damit du den ganzen Tag Videospiele spielst. Du musst auf deine Schwester aufpassen. Mom, ich will auch nicht, dass hier was passiert. Danke. Ich bin in einer Stunde wieder da. Oh, und dein Dad hat eine Nachricht auf Taylors Handy hinterlassen. Falls er anruft, sag nichts. Ich muss mir noch überlegen, was ich ihm erzähle. Okay. Wo gehst du hin? Ich werde herausfinden, wer dieser James ist. Voll erbärmlich. Hat's wegen Scott getan. Ich will nicht, wenn sie sich umbringt. Die wollte sich wegen eines doofen Kerls umbringen? Klappe, nicht meine Schuld. Sie macht mir Angst. Du bist so ein Arsch, Scott. So ein Arsch. Danke, dass ich vorbeikommen durfte. Es tut mir schrecklich leid, dass es Taylor so schlecht geht. Wie sie alle auf sie losgehen, ist wirklich heftig. Es ist weg. James' Profil. Gestern war es noch da und jetzt ist es gelöscht.
Ich hätte es gleich ausdrucken sollen. Hasst Taylor mich? Natürlich nicht, Cheyenne. Könnte es sein, dass jemand diesen James erfunden hat? Naja, er hat behauptet, er geht auf die Ridgeway, aber das war nicht wahr. Hast du eine Ahnung, wer das Profil erstellt haben könnte? Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie Mr. Fordes, Lindsays Vater? Ja, das bin ich. Worum geht es? Unsere beiden Töchter gehen auf dieselbe Schule und ich wollte mit Ihnen und Ihrer Frau einige Dinge besprechen, die passiert sind. Meine Frau ist vor einigen Jahren verstorben, also müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe meinen Namen gehört. Ich bin Taylors Mutter. Ich wollte fragen, ob du ein falsches Profil bei Clickstars erstellt hast. Was? Nein! Lindsay, geh wieder rein. Deine Freundinnen und du mobben meine Tochter jetzt seit Wochen. Meine Tochter wollte Selbstmord begehen, weil ihre Tochter sie tyrannisiert. Sie sollten wissen, dass Sie mit einem Anwalt sprechen, bevor Sie meine Tochter verleumden. So ist es nicht. Lindsay hat Beiträge gepostet, in denen sie Taylor demütigt und verhöhnt. Wenn meine Tochter ihre Ansicht über etwas zum Ausdruck bringt... Sie hat sie erniedrigt und beleidigt. Ist das ihr Recht? Zumindest laut Verfassung. Wie bitte? Sie verteidigen sie auch noch? Das nennt sich Meinungsfreiheit. Steht in der Verfassung. Im ersten Zusatzartikel. Lesen Sie es mal nach. Wieso starrst du mich an? Ich soll Mom anrufen, wenn du wach bist. Nein, du musst sie nicht anrufen. Aber bitte gib mir das Wasser rüber. Wolltest du es wirklich tun? Dann wäre ich echt sauer auf dich gewesen. Quatsch, es hätte dir gefallen, ein Einzelkind zu sein. Nein, hätt's nicht. Wenn du das Video nicht eingestellt hättest, dann hätte ich dich tot im Badezimmer gefunden. Ach, die schreiben sicher alles Mögliche über mich. Eric, gib mir den Laptop, ich muss sehen, was sie posten. Schön, dann hole ich ihn. Nein, schon gut. Ich hole ihn dir. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wieso zwingst du mich dazu? Das ist keine Strafe, sondern eine Selbsthilfegruppe. Hier kannst du darüber reden, was du durchgemacht hast. Ich will nicht darüber reden. Dann hör erst mal nur zu und erzähl es nicht. Wir können nicht so tun, als wäre das nicht passiert. Du brauchst Hilfe. Und es ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu suchen. Es tut furchtbar weh, dich so verzweifelt zu sehen. Und ich habe Angst, dass du es wieder versuchen wirst. Du hast so viel aus deinem Leben gemacht. Dein Leben ist so wertvoll. Bitte. Schon okay, ich gehe. Oh.
Das letzte Mal mussten wir leider mitten in deiner Geschichte unterbrechen. Oh, Taylor. Schön, dass du gekommen bist. Komm, setz dich. Ah. Okay. Peinlich. Ich habe es als Beweis ausgedruckt. Diese Mitschüler beleidigen meine Tochter und behaupten, sie hätte eine Geschlechtskrankheit. Wurde sie direkt körperlich bedroht? Dann könnte ich dagegen vorgehen. Sie posten, sie ginge auf den Strich. Es ist der reinste Psychoterror. Das ist doch Belästigung. Wenn sie es ihr ins Gesicht sagen, ja, aber im Internet... Wir haben in unserem Bundesstaat kein Gesetz dagegen. Andere haben spezielle Gesetze bezüglich des Internets. Aber wie kann das sein? Sie benötigt Hilfe. Ich war beim Direktor, bei der Schulbehörde, aber niemand fühlt sich verantwortlich. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn nicht gegen das Gesetz verstoßen wird. Ich kann das Gesetz nur vertreten, nicht schreiben. In der Grundschule riefen sie mir immer Donut oder Fettbacke nach, wisst ihr? So Sachen halt. Es war echt gemein. Aber wenigstens hatte ich da zu Hause meine Ruhe. Jetzt kann ich nicht mal Fotos in meinem eigenen Profil posten, weil sie mir dann ständig sagen, wie fett oder eklig ich bin. Das verfolgt mich bis nach Hause. Ich hasse das. Ich find's auch schlimm, wenn du wem was anvertraust und er es weiterleitet. Da gab's mal einen Jungen, den ich nett fand. Ich dachte, er mag mich. War aber nicht so. Und ich habe ihm persönliche Sachen anvertraut. Und er hat sein andere weitergeschickt. Und jetzt machen sich ein paar Jungs aus meiner Schule ständig über mich lustig und spielen mir vor, was ich ihm erzählt habe. Sie nennen es die Schwulenschau. Das macht mich... Nein, warte, das ist nicht das Schlimmste. Du hattest recht, das Schlimmste ist, wenn es dich bis nach Hause verfolgt. Und du dem Druck nicht mehr standhältst und du dich fragst. Ich kenne diesen Menschen gar nicht. Wie kann er es schrecklich finden, dass ich existiere? Caleb, es tut mir so leid. Du hast mir erzählt, dass du schikaniert wirst und ich habe nichts gesagt. Es tut mir leid. Ihr solltet über die auch mal Gemeinheiten posten. Ich mach das so. Nicht, dass ich's mag. Ich will mich rächen. Tja, das ist eine Option, selbst zum Angreifer zu werden. Ja. Wer von euch hat sich schon mal gerächt und hat Gemeinheiten über jemanden gepostet, der eurer Meinung nach fies zu euch war? Sonst keiner? Habt ihr nie jemanden im Internet beleidigt und ihn als dumm oder hässlich bezeichnet? Ich habe Lindsay Fordes ein Miststück genannt. Danke. Scott! Hey. Wow, du musst ja sehr zufrieden mit dir sein. Ist dein Ego schön aufgeblasen? Fühlst du dich toll? Wie bitte? Ich bin Taylors beste Freundin. Ich war daneben, als du sie zum Schulball eingeladen hast. Du willst mich für ihren Nervenzusammenbruch verantwortlich machen? Sie ist dir doch sowieso egal. Warte, warte. Wie geht's ihr denn? Spaß dir einfach, Scott. Ich mein's ernst, ich will es wissen. Ich mochte sie wirklich. Klar. Das ist dir egal, oder? Du hältst mich für einen Idioten. Was wahrscheinlich stimmt. Wieso sagst du es mir also nicht, hä? Wie ist es, so perfekt zu sein, dass man nie etwas bereuen muss? Ich habe deine Nachrichten bekommen. Das ist gut.
Die, wo du sagst, du wolltest mich an meinem Geburtstag 50 Mal anrufen, habe ich aufgehoben. Ich hätte es einfach tun sollen. Du weißt, dass du mir sehr wichtig bist. Ja. Ja, das weiß ich. Bist du. Wirklich. Gut, dann sehe ich dich in ein paar Wochen. Okay, Schätzchen. Okay. Hey, Dad, warte. Schön, dass du angerufen hast. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Bis bald. Mach's gut. Hier ist deine Tablette. Muss ich die nehmen? Magst du nicht? Die machen mich so schläfrig. Ich bin lieber wach. Der Arzt sagte, du kannst aufhören, wenn du dich besser fühlst. Du bist so nett zu mir. Wieso ist mir das nie aufgefallen? Was? Ich weiß nicht, ich fand dich immer sehr streng und zu fürsorglich und gemein. Und ich dachte, du vergötterst mich. Ja, das auch. Du bist in einer seltsamen Stimmung. Keine Ahnung, ich habe mich so allein gefühlt, weißt du. Als die anfingen, mich zu mobben, kam ich mir wie eine Gestörte vor. Ich dachte, nur mir passiert das. Und dass mit mir was nicht stimmt und sie es deshalb machen. Aber heute habe ich rausgefunden, dass es vielen so ergeht, und zwar ganz normalen Menschen. Ich wünschte, das hätte ich gewusst. Und auch, dass du nicht gegen mich bist. Ach, Taylor. Ich hätte mit dir reden sollen. Keine Ahnung, wieso ich es nicht getan habe. Es tut mir leid. Ich hab's dir auch nicht leicht gemacht, mit mir zu reden. Ich hab dir bloß gesagt, was du tun sollst und übersehen, wie es dir geht. Es tut mir leid, dass du dachtest, ich sei gegen dich. Ich würde niemals gegen dich sein. Ich weiß. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Ich bin froh, dass ich nicht tot bin. Ich auch. War das mein Handy? Es ist in meiner Tasche. Es ist Samantha. Okay. Danke. Bitte komm raus, ich muss mit dir reden. Ich kann nicht. Wieso nicht? Weil du mich hassen wirst, nachdem ich dir das gesagt habe. Du machst mir Angst. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich sag's einfach. Ich war's. Ich hab dieses James-Profil erstellt. Ich hab vorgegeben, er zu sein. Ich hab mit dir gechattet. Und behauptet, ich hätte einen Tripper von dir. Ich weiß, du lügst. Sowas würdest du nie tun. Doch, leider. Ich wünschte, es wäre anders, aber ist es nicht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Taylor. Samantha? Was hast du? Was ist los? Ich habe was ganz Schlimmes gemacht, Mom. Was Furchtbares. Und jetzt wissen es alle. Ja, ich fühle mich schon viel besser, aber ich war noch nicht in der Schule, nur... Irgendwann muss ich wieder gehen und muss mich allen stellen und davor habe ich Angst. Hey, wenn ich das schaffe,
Schaffst du es auch? Ich habe das Gefühl, ich kann erst wieder, wenn ich online war. Und ich weiß nicht, ob ich das ertrage. Das wird sicher heftig. Ist schon gut, Schatz. Schatz, das wird schon wieder, okay? Es geht schon, danke. Okay. Zusammenbruch lustig oder erbärmlich, stimmt jetzt ab. Samantha Caldon hat sich als Kerl ausgegeben. Sie sieht aus wie ein Kerl. Ja, wie ein fetter, hässlicher Kerl. Was meint ihr, wie geht man am besten damit um, wenn man im Internet unangenehme Kommentare über sich liest? Abgesehen davon, sich zu rächen, indem man auch angreift? Damit schüttet man nur Öl ins Feuer und macht es noch schlimmer. Sie wollte, dass sich Taylor umbringt. Fette, hässliche Psychotussi. Habt ihr Loser nichts Besseres zu tun? Igitt, es lebt. Sammy, du bist beängstigend gestört, so wie Taylor. Wenn ich so etwas lese, breche ich einfach zusammen. Erstmal ist das auch absolut in Ordnung, sich einzugestehen, dass es wehtut. Aber ihr könnt was unternehmen und das solltet ihr auch. Wie alles ausdrucken? Ja. Wenn ihr im Netz was Negatives findet, druckt es aus, hebt den Beweis auf. Was noch? Blocken. Du blockierst den Absender. Also den Namen der Person, deren Mist du nicht mehr lesen willst. Hat ewig gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Daran habe ich nie gedacht. Sammy, hast du irgendeine komische Krankheit? Ich versuche rauszufinden, welche Krankheit. Oder erklären, wieso sie wie ein Zombie geht. Lol, tut sie wirklich. Es gibt noch etwas, was ihr tun könnt. Wahrscheinlich das Allerwichtigste. Wer weiß es? Sich jemandem anvertrauen. Genau. Aber wem? Seiner Mom? Meine Mom wusste es eigentlich, obwohl ich es ihr verheimlicht habe. Ja, beginnt bei euren Eltern, aber belasst es nicht dabei. Deinem Rektor oder deinem Lieblingslehrer. Keine Ahnung. Ihr könnt denjenigen, der euch belästigt, auch bei seinem Provider melden. Vielleicht sperren sie seinen Account. Im Ernst? Die Täter, diese sogenannten Cyberbullies, denken, niemand unternimmt was. Doch wenn ihr auf sie aufmerksam macht, könnt ihr unter Umständen verhindern, dass die Angriffe eskalieren. Aber ganz stoppen kann man es nicht. Aber ihr müsst es versuchen. Lasst euch nicht einschüchtern. Macht alles, was nötig ist, um für euch selbst einzustehen. Und füreinander. Ich habe recherchiert. Die meisten Bundesstaaten haben Gesetze gegen Internetmobbing erlassen. Erinnern Sie sich an Tina Meyer? Ihre Tochter hat Selbstmord begangen. Ich erinnere mich. Tragisch, tragisch. Danach hat Missouri ein Gesetz erlassen. Müssen wir erst warten, bis jemand stirbt? Könnten Sie keinen Gesetzesentwurf einbringen? Ich will gar nicht versuchen, das Internet zu beschränken. Ich gehe selbst kaum ins Internet. Meine Angestellten machen das für mich. Aber Kinder gehen ständig ins Internet. Und sie sind den Angriffen anonymer Täter schutzlos ausgeliefert. Ja, nur keiner zwingt sie, ins Internet zu gehen, oder? Wie bitte? Nun, Computer haben Löschtasten. Das dachte ich auch, bis ich beinahe meine Tochter verloren hätte. Heutzutage kann man die Kinder nicht vom Internet fernhalten. Und wenn Sie das nicht verstehen, kann mir vielleicht einer Ihrer Mitarbeiter weiterhelfen. Ich kann Ihnen niemand zur Verfügung stellen inmitten eines Etatstreits. Fragen Sie mich doch noch mal in der nächsten Legislaturperiode. Kannst du die helle Soße? Bist du klar? Ich hoffe, du findest es nicht komisch, dass ich gekommen bin. Keine Ahnung, ob es das ist. Wieso bist du da? Denn falls es wegen des Balls ist... Nein, es hat nichts mit dem Ball zu tun. Gut, aber es tut mir trotzdem leid, dass ich dich so observiert habe. Schon okay. Danke. Ich bin hier, weil... Ich wollte nur wissen... Hast du das Video gesehen, das ich gepostet habe? Ja, naja, klar. Alle haben es gesehen. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass du weißt, es war ganz bestimmt nicht... Meinetwegen? Ja. Ehrlich gesagt, zuerst dachte ich das und das war mir echt zu viel. Ich war geschockt. Tut mir leid, nein, es war ganz bestimmt nicht deinetwegen. Ich weiß.
Meine Mama meinte auch, nimm dich selbst nicht so wichtig, da läuft was ganz anderes schief. Ja, da lief eine Menge schief. Hart, wie die dich bei Klicks das gemobbt haben. Ja, das war furchtbar. Ich krieg sowas ständig mit und sag nichts. Und dann habe ich gesehen, dass es dir passiert und habe mich total drüber aufgeregt. Aber ich habe nichts gesagt, obwohl ich es wirklich wollte. Ich, keine Ahnung. Es tut mir wahnsinnig leid, dass es so schlimm für dich wurde. Es ist schön, das zu hören. Danke. Lindsay und ihre Freundinnen dürfen für das, was sie dir angetan haben, nicht ungeschoren davonkommen. Ja. Da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Geht's dir gut? Wir müssen weiter versuchen, dass ein Gesetz erlassen wird. Wir könnten einen anderen Senator bitten. Nein, ich will was anderes versuchen. Dr. Rilke sagt, wir müssen darauf aufmerksam machen. Und das möchte ich. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwer muss etwas tun. Ja, JPEG ist gut. Aha. Ja, melden Sie es mir einfach. Okay, danke. Entschuldigen Sie, ich verbringe mehr Zeit damit, Fotos aufzutreiben, als die Story zu schreiben. Okay, worüber sprachen wir? Darüber, dass Eltern oft nicht merken, wie verzweifelt ihre Kinder sind, weil sie im Internet angegriffen werden. Die Regierung unternimmt nichts dagegen, deshalb brauchen wir öffentlichen Druck. Bestreite ich nicht, doch was Ihre Geschichte angeht, nun, das ist nichts Neues. Ich bezweifle, dass mich mein Redakteur darüber schreiben lässt. Allerdings sagtest du, deine Freundin hätte unter einer falschen Identität Unwahrheiten über dich gepostet. Ja. Das wäre ein spannender Ansatz. Ein Interview über Internetmobbing mit dem Opfer und der Täterin. Denkst du, sie redet mit mir? Nein, wieso sollte sie? Viele wollen nicht mit mir reden und andere schon. Gib mir doch einfach ihre Nummer. Ich rufe sie an und bitte sie herzukommen. Vielleicht macht sie's. Ich glaube nicht, dass sie darüber reden will. Das ist die Nummer ihrer Mutter. Ihr Name ist Karen Keldone. Samantha ist sicher auf dem Weg zur Schule. Musste das sein? Entschuldige, ich hätte zuerst fragen sollen. Jetzt denkt sie, ich will mich rächen, will ich aber nicht. Schätzchen, es ist gar nicht schlecht, dass sich Samantha den Konsequenzen ihres Handelns stellt. Ja, aber doch nicht so. Ihre Mutter sagt, Samantha ist einverstanden. In einer halben Stunde sind Sie hier. Kommen Sie rein. Hey. Samantha, würdest du dich neben Taylor setzen? Dann können wir während des Gesprächs ein paar Fotos machen, okay? Also, Samantha, Taylor hat mir erzählt, dass du, ihre beste Freundin, dich im Internet für jemand anderen ausgegeben hast. Und dann hast du unter einem Pseudonym Gerüchte über sie in einem sozialen Netzwerk verbreitet. Ist das wahr? Ja. Sie dachte, du würdest es nicht zugeben wollen. Warum machst du das? Ich hasse mich dafür. Ich will nicht lügen und behaupten, ich hätte es nicht getan. Wieso? Davor hat es dir auch nichts ausgemacht, zu lügen. Klingt, als wärst du noch ziemlich sauer auf sie. Sie hat jedes Recht, sauer auf mich zu sein. Was ich getan habe, ist schrecklich. Und mir hat noch nie in meinem Leben etwas so leid getan. Wieso hast du es dann gemacht? Zu dem Zeitpunkt hatte ich Gründe, die für mich Sinn ergeben haben. Ich dachte, ich beschütze sie vor einem Jungen. Ich war verletzt, wütend, eifersüchtig. Aber diese Gründe waren nicht mehr wichtig, als mir klar wurde, dass ich sie verletze. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du es getan hast? Das Cybermobbing. Es ist schwer für mich, mich so zu sehen. In der Schule wäre ich nie auf die Idee gekommen, jemanden zu mobben oder ihm weh zu tun. Aber wenn man es im Internet macht, ist es einem überhaupt nicht klar.
Du kannst die anderen nicht sehen und du kannst alles tun und sagen, was du willst und es scheint egal zu sein. Es ist völlig unwirklich. Naja, solange man nicht selbst gemobbt wird. Das weiß ich jetzt, weil alle auf mich losgehen. Und Taylor, ich bereue es so, dass du dich meinetwegen so schrecklich gefühlt... Wie, Lindsay und die haben es jetzt auf dich abgesehen? Das ist doch egal. Ich hab's verdient. Nein, hast du nicht. Taylor, ich hoffe, das kann ein erster Schritt für Samantha Mom, und dich. Bitte, lass uns einfach gehen. Gut. Hey, Samantha, warte. Danke, dass du es erzählt hast. Sie würden die Story nicht bringen, wenn du es nicht getan hättest. Schon gut. Du musst das jetzt nicht alleine durchstehen. Es gibt Selbsthilfegruppen und mir hat das unglaublich geholfen. Danke. Ich denk drüber nach. Ich finde, das lief sehr gut, oder? Ich will wieder in die Schule gehen. Ich könnte mitgehen, mit dir den Unterricht besuchen, mit dir Mittagessen. Ich komme schon klar. In der Gruppe habe ich gelernt, ich darf nicht zulassen, dass sie noch Macht über mich haben. Also werde ich es nicht zulassen. Schätzchen, wann bist du so erwachsen geworden? Ich gehe besser. Bis dann. Mach's gut, Schatz. Ich wusste nicht, dass du heute wiederkommst. Ich auch nicht. Wollen wir uns zusammensetzen? Willst du das wirklich? Es wird schwer, aber lass es uns versuchen, wieder Freundinnen zu werden, wie wir es waren. Ich hab dich so vermisst. Gut, dann lass uns reingehen. Hey, sieh mal, wer da ist. Oh, seht mal, die Psycho-Zwillinge. Ignoriere sie einfach. Da ist sie ja wieder. Nein, ich werde sie nicht mehr ignorieren. Hey, Lindsay. Ich weiß, du denkst wahrscheinlich, du bist sehr lustig, aber du bist sehr verletzend. Und ich finde, du solltest aufhören, im Internet auf Leute loszugehen. Rar! Zeig's ihr, Lindsay. Nein, sie hat recht. Ihr solltet damit aufhören. Ihr macht alle um euch herum unglücklich. Oh, die Zwillinge stehen füreinander ein. Wie niedlich. Ja, denn das machen Freunde. Wieso hört ihr nicht auf, Leute auf Klicks das anzugreifen? Euretwegen will schon keiner mehr online gehen. Ja, alles, was ihr könnt, ist Streit provozieren. Wo ihr auftaucht, verbreitet ihr Hass. Sag's ihm, Keller. Ja, er hat recht. Ganz genau. Wenn ihr es so nötig habt, Menschen zu schikanieren, solltet ihr mal mit jemandem reden, der euch hilft. Ja! Verzieht euch, ihr Loser.
Okay, davon habe ich schon ungefähr 100 Mal geträumt. Ich hoffe, für dich hat sich's gut angefühlt, denn für mich war es Wahnsinn. Ja. Du hast auch endlich was gesagt. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher getan habe. Ich war völlig überfordert. Es war echt... Ist schon gut, ich weiß. Es tut mir leid. Also, ich bin am Verhungern. Holen wir uns was zu essen. Hey. Bitte entschuldige, ist schon gut. Heute hast du was gesagt. Du hast mich inspiriert. Ich war beeindruckt. Ehrlich? Ich glaube, ich zitter immer noch. Ich bin sehr froh, dass du wieder da bist, Taylor. Ich auch. Also, wollen wir zusammen Mittagessen? Ich hole auch das Ketchup. Ja, das finde ich schön. Hier ist Chris. Hallo, Terry Dunley, guten Morgen. Ich habe Senator Evans um eine Stellungnahme gebeten, wieso er sie nicht unterstützt, einen Gesetzesentwurf gegen Internetmobbing einzubringen. Oh, wirklich? Oh ja. Und er sagte, Sie hätten ihn missverstanden. Seine Mitarbeiter arbeiten schon an einem Entwurf für ein neues Gesetz, welches das Mobben von Minderjährigen im Internet in diesem Staat verbietet. Und er bittet die Schulbehörde um Unterstützung. Das ist fantastisch. Taylor hat Lindsay gesagt, sie soll sie in Ruhe lassen. Ach, Quatsch. Kann man jetzt gefahrlos ins Internet? Gerüchte verbreiten sich schnell. Hast du gehört, was Taylor Hillridge gemacht hat? Sie hat Lindsay zurechtgewiesen.